Let's do this. Passt. Ja, servus. Servus. Du bist ja der Emanuel. Clemens. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Yes. Worüber reden wir heute? Über Bass, über Drums und über andere Sachen, die uns dann so einfallen am Weg. Haut hin. Wie lange spielst du eigentlich schon Bass? Ich spiele schon sau lang, du bist ja sau gut. Ich spiele seit, keine Ahnung, so mit 16 oder so habe ich halt angefangen. Okay. Ja. Voll. Und sind gute 10 Jahre. Voll. Ich war mit 16 mit Drums begonnen. Zufall. Das. Was machst du musikalisch so aus? Ich kenne dich eigentlich nur als Metal-Drummer. Ja. Blastbeats. Also, viel Blastbeats. Ja. du spielst bei den Kirchen. That's right. Eons of Ashes. Ja. Weitere weiß ich nicht. Ja, Workout eigentlich auch, aber ist schon ein bisschen länger eigentlich. Still geworden. Okay. Aber kann man auch noch anführen. Ja. Nice. Wir haben Legal Jazz Brunch und Eis in the Void. Voll. Also das sind so, meine Projekte, die halt, es noch gibt. Ich würde sagen, eine der Dinge, die mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, ist generell so, man redet oft von, weiß ich nicht, Influences, von Leuten, die einen beeinflussen. Mir kommt das oft vor, als wäre das eigentlich mehr so ein Name-Dropping von Leuten, die man cool findet und ein bisschen weniger so. Also ab wann zählst du irgendwas, was du dir anhörst oder was dir taugt, wirklich zu einem musikalischen Einfluss? Ja, was du meinst. Also jetzt ein kleines Beispiel. Ich kenne viel Zeug, das ich höre, auch viel höre, das aber jetzt in meinem Spiel nicht rauskommt. Oder wie ist denn das bei dir so? Ja, so mit Name-Dropping, ja, prinzipiell kann man das eh machen. Man findet dann halt mit der Zeit selber raus, wenn man irgendwie Parallelen sieht, also sieht, wie sich gewisse Parts im Songwriting ergeben halt. Mhm. Und wenn es dann ein bisschen sickern lässt und drüber nachdenkt, so, es geht eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung oder diese Richtung, und von dem her kann ich ein bisschen extrahieren, was tatsächlich die organischen Einflüsse sind, nicht nur die ich gerne hätte. Sozusagen. Also passiert eigentlich immer im Nachhinein noch ein Songwriting, dass ich dann sagen kann, okay, der Part ist wie vom Jazz React Schlagzeuger oder sowas. Also oder so. Ah, oh, der Blastbeat ist George Cullias. Okay. Ja, okay. Ja, ich meine, von der Perspektive her ergibt das schon definitiv Sinn, weil, ja, wie gesagt, ich finde halt, dass das Einfluss nicht direkt gleich ist mit Hörgewohnheit in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Metal spiele und meine Hörgewohnheiten andere sind, dann sind diese anderen Hörgewohnheiten trotzdem nicht in dem, oder vielleicht sind sie drin, aber jetzt nicht so bewusst. Mhm. Ja. Also ich probiere es gerade auf Schlagzeug umzumünzen. Mhm. Muss dabei daran denken, wenn so gelernte Jazz-Schlagzeuger Metal spielen, das hört man immer. Das Jazzy Blastbeat hört sich einfach ein bisschen anders an, aber so wie der Sebastian Lanzer, der aber Obscura gespielt hat. Mhm. Ich meine, der hat sich dann irgendwie Panzerballett und so. Ja, genau. Ja, das war ja nur viel mehr Jazzy und so weiter. Aber Obscura hat man es dann teilweise auch noch gehört. Mhm. Er hat einfach so kleine Sachen eingebaut, die irgendwie so der Standard-Metal-Schlagzeuger nicht spielen würde oder so. Was halt viel so Rudiment-Sachen sind mit Faradiddles, also Fills, die halt irgendwie
die man sonst eigentlich nicht hört, wirklich in anderen Bands. Wobei Grossmann halt schon sehr cool war als jetzt davor. Ja, klar. Und jetzt haben sie endlich einen österreichischen Schlagzeuger seit kurzem. David Diepold. Shoutout Nummer 1. Das kann man machen, ja. Der kann uns schon. Ja, ich weiß noch, der hat auch eine Jazz-Ausbildung. Weil der, ich kann mich erinnern, dass der eben ein Panzerballett Drumcover mal gemacht hat. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Also. Ja, generell seine ganzen Covers sind alle schön produziert, klingen wunderschön, Augenpunkt. Das kann schon was. Ja, wo jetzt, um noch kurz zu sein beim Jazz Drummer Metal. Dort hört man, weiß ich nicht, meine Vermutung wäre, dass man die Musik vielleicht nicht ganz von der Intensität her versteht und es deswegen nicht wiedergeben kann. Oder weil technisch bis zu einem gewissen Grad, also notenmäßig werden sie es richtig da spielen, wenn es schnell genug sind. Aber es fehlt halt Intensität oder. Ja, ist die Frage, ob die fehlt oder die Möglichkeiten an Variationen im Übermaß vorhanden ist. Weil, ja. Was eine Jazz-Schlagzeuger, glaube ich, das viel besser, also besser, eher mehrere Volumenstufen haben, auf denen sie spielen können und so weiter. Und beim Metal ist es meistens, das Leer muss man voll drauf haben und das muss so gehen und so. Und das, vielleicht ist da der Spielraum auch ein bisschen kleiner. Ja, kann sein. Ja, halte ich für nicht. Weil, auf der anderen Seite, ich finde es zum Beispiel immer irrsinnig schön, jetzt mit auch Metal-Drummern zusammenzuspielen, die, obwohl man braucht die Intensität und so weiter und so fort, wenn man manchmal, ich meine, das ist natürlich im Metal sehr selten, weil normalerweise ist halt, es spielt eigentlich jeder seinen Part und wenn jeder Part passt, dann passt das Gesamtkonstrukt. Manchmal ist es halt schon ganz cool, wenn du merkst, okay, die Leute hören einander halt dennoch zu und es passieren halt dennoch, weiß ich nicht. Wie ausgeschrieben ist denn bei euch, also jetzt bei Brennkirchen ist definitiv jedes Fehl ausgeschrieben, oder? Normal schon, ja. Ja. Also das ist, Final Track wird, oder so. Wird alles festgelegt, das ist... Normal schon, manchmal also beim letzten Mal hat es dann nur Veränderungen gegeben. Mhm. So, aber jetzt da nicht so riesige, sondern das Feel ist jetzt da so lang und okay. Halt eine Variation. Und dort sind die Akzente und so. Ja. Weil das ist halt, das hat halt, das ist auch, also auch einen irrsinnig coolen Vibe. Ich finde manchmal auch ganz schön, wenn sozusagen, also manches bis zu einem gewissen Grad offen gelassen wird, das erfordert natürlich dann wieder ein bisschen anderes Dings, weil ja, da musst du die Musikalität. Nein, du musst die mal hören, was einmal die erste Schwierigkeit ist. Also gerade als Bassist live, da höre ich mich selber oft nicht. Ja. Also, dann verlange ich, dass mich der Drummer hört, ist halt natürlich schwer. Ja, das aber, ist sehr interessant. Wie geht's dir da in Live-Situationen? Also hast du Erfahrung mit In-Ear oder normales? Ich habe noch keinen In-Ear-Gig gespielt. Ich habe ein paar Mal mit In-Ear geprobt, ein paar Mal so. Aber dass ich das Investment jetzt bandmäßig bereits gemacht hätte, dass die halt, was halt alles dazugehört, Funken und. Also ich muss hoffe, natürlich auch zur Musik passen. Und so. Manchmal lebt es sonst, weil das In-Ear natürlich hauptsächlich verwendet wird, glaube ich, dass man halt einen Click-Track verwenden kann und so weiter. Und Dings. Manche Bands oder manchmal das Feeling, das transportiert werden soll, wird durch einen Click-Track vielleicht zunichte gemacht werden. Wobei, ich meine, du kannst natürlich auch In-Ear spielen ohne Click-Track. Ja. Also ich denke, so im Allgemeinen wird In-Ear sicher die bis zu in 90% der Situationen die bessere technische Lösung sein. Ja.
Aber. Mir persönlich geht es beim Click-Track hauptsächlich, also beim In-Ear um den Click-Track. Na, Das dass ist du dich irgendwie nicht. das Wichtigste, weil gut, das ist eine vielleicht auch unbeliebte Opinion, aber ich spiele am liebsten zu Click-Track und Backing-Track, also schon recorded und Ja. alles, und ich will Ja. die anderen gar nicht hören. Es Deswegen. nimmt natürlich die Unsicherheiten weg. Ja. Wobei, ich finde das halt auch wieder cool bis zu einem gewissen Grad, muss ich sagen, weil, ja. Also hängt halt auch damit zusammen, dass ich schon relativ viele nicht-Dings halt einfach ganz klassische Wedges und was du hörst, hörst, was du nicht hörst, hörst nicht und deal with it. Also das ist, Ja. also nicht. Also ich habe sicher da sehr viel gelernt, einfach blind spielen zum Beispiel. Wenn du dich nicht hörst, ja, ist halt manchmal so. Ja, es ist sicher praktisch. Wobei beim Schlagzeug mit Blind spielen, das kenne ich jetzt eigentlich nur von der Kickdrum, weil wenn ich die Kickdrum nicht Ja, höre, das das ist oft ist schon problematisch, vor allem wenn man irgendwie Wechsel von sehr schnelle. 16. Triolisch macht und so. Ja, Dann muss das dann. schon super präzise sein, dass es überhaupt funktioniert. Und wenn du es dann nicht hörst oder so, und dann schaue ich runter und so, I hope this Ja. works right now. Ja, gut, das. Es gibt definitiv Limits für sich nicht hören. Aber du übst ja, glaube ich, sehr viele Nicht-Metal-Sachen. Eigentlich ich will nicht, ja, großteils, muss ich sagen. Machst du das mit der Absicht, dass dadurch Einflüsse in Metal, also in die Metalband von draußen reinbringst, oder einfach weil es da mehr Spaß macht zum Spielen? Also idealerweise mache Oder ich's. both. Oder beides. Oder beides. Ne? Also idealerweise. Also meistens ist der Anschluss, dass ich irgendwas anderes lerne, dass ich es brauche, muss ich halt leider auch sagen. Also wenn nicht kleinere Coverkonzerte schon gespielt und solche Sachen. Mir macht das auch Spaß. Also ich hab überhaupt nichts dagegen, Musik zu spielen, die jetzt, weiß ich nicht, vielleicht in der aktuellen Generation keine große Beliebtheit hat. Also es, ich finde. Dad Rock. Also, ich sag, Actually, call it Dad Rock. irgendwann eine Dead Rock Partie wird sein müssen. Ich hab mal, da gehen die Credits an einen Kollegen von mir, der hat den Plan geschmiedet, eine Dead Rock Partie zu gründen, sobald er alt genug ist und ein Kind hat. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und du brauchst dann natürlich einen absoluten Cringe-Namen. Sein Vorschlag war Red Dead Redemption. Oh, Genauso, I'm in genauso. physical pain right now. Ja, genauso. Also, copyrighted. Fine. Wobei, ich habe da Na. schon so eine Idee gehabt. Also, ich meine, als Metal Drummer, irgendwann muss man auch Pläne für die weitere Zukunft schon, sonst werden die Gelenke schon nicht mehr so gut funktionieren. Und darum habe ich mir Okay. eigentlich gedacht, weil, also das haben wir vor einigen Jahren gedacht, wenn man vorgestellt hat, dass so das Alter, also so die Mid-30s oder so, sind sicher most boring time ever. Und But. darum habe ich mir gedacht, muss man gleich mal Pläne und Ziele machen dafür. Und habe mir eigentlich gedacht, dass ich dann mit 35 oder so mit Tuba beginne, dass ich in einer Blasmusikkapelle spielen kann. Bis dahin muss ich halt auch noch ziemlich zunehmen. Also ich gehe davon aus, dass ich meine 30er dann auch extrem blatt werde. Das Und vielleicht werde ich dann wieder eingeladen zu den Big Boys. Als Actual Big Boy. Blechbläser, das wäre was. Was, wo ich dann natürlich auch problemlos bei einer Dead Rock Partie einspringen könnte, als auch nicht. Das kommt ja eh immer wieder vor, Dass man wie man gleich ist. unterwegs. Ja, aber um noch kurz zurückzukommen, jetzt abgesehen von den Tuba-Plänen, wie schaut es bei dir musikalisch außerhalb von Metal aus? Hören, spielen, Sagen. performen, man weiß es nicht. Das würde mich schon sehr interessieren, weil eigentlich, seit ich mit 16 begonnen habe, ich hab
ein Jahr danach quasi mit der Band begonnen, mit Workout. Und in dem einen Jahr habe ich ja eben schon eigentlich nur Extrem-Metal, also Climate Blast Beats und super schnelle Rolls und so weiter, bis es halt funktioniert hat, haben wir gemacht. Und das hat sich dann eigentlich auch so laufend weiterentwickelt mit dem Songwriting, also zu Beginn, dass ich quasi Parts geschrieben habe, die ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht spielen konnte, aber halt Imagination. Und dann haben wir halt geprobt und geprobt und dann hat es irgendwann dann halt gut auch zugegebenermaßen. Und dann hat es funktioniert und so ist das, hat sich das zum einen technisch, also von Speed und so weiter und dann halt auch rhythmisch mit Takt, Tempo, Verständnis und so weiter und da irgendwie ausgechecktere Sachen. Und einen anderen Sprung hat es dann eigentlich noch einmal gemacht mit Drums programmieren. Weil das ist eigentlich dann lustig, wenn wir da sitzen und wir haben ein Riff, also einen Haufen Riffs und ich programmiere was ich mir vorstelle, wie ich will, das klingt. Und auf der MIDI-Map kannst du es halt nicht, also kannst du es nicht hundertprozentig immer richtig platzieren und so. Und manchmal platziert man dann irgendeinen Hit falsch oder so. Und dann hört es sich aber actually good an. Und dann nehme ich das und dann und das bringt eigentlich, weiß nicht, das ist eine Art von Fehlerkultur, die eigentlich in der Allgemeinheit auch viel mehr gelebt gehen würde. Also dass man die Fehler einfach gleich implementiert. Making it work. Ja. Ist generell sicher auch ein guter Ansatz. Also schreiben weg vom Instrument ein bisschen. Ja. Weil ja, wenn du dein Instrument in der Hand hast, wirst du halt viele Sachen einfach spielen, die du halt hast und abrufst. Ja. Also, ob es dann die beste Möglichkeit ist, das kannst du eigentlich nur drauf kommen, wenn du dich hinsetzt. Und ja, wie ist das bei dir? Hast du mit Sheet Music und so weiter, bist du eigentlich schon bewandert, oder? Also Noten lesen ich und so. Jetzt am Lernen. Ich hätte eigentlich, also gerne, wie ich angefangen habe, Bass zu spielen. Ich habe relativ spät angefangen, das heißt, ich habe vorher auch nicht irgendwie einen Umweg über Gitarre oder sonst was gemacht. Relativ direkt. Warum? Also hast du keine musikalische Früherziehung gehabt vor dem 16. Lebensjahr? Also, es war immer Musik herum, ja. Auch gute Musik, ja. Okay. Aber ich habe kein Instrument gespielt vorher. Also, und ich habe dann am Anfang mit Lehrer begonnen, wo ich heute noch jeden Tag dankbar bin. Also es ist halt, ich bin, also das kann man sich ein bisschen so vorstellen, ich bin halt hingekommen mit, diesen Song will ich lernen, diesen Song will ich lernen. Okay, das machen wir, dann haben wir es gemacht. So, und jetzt tun wir ein bisschen allgemeines Zeug lernen und was könnte man dann noch machen? Also, ein guter Basslehrer gewesen und das hat einfach mir vieles ermöglicht und bezüglich Notenlesen war ich einfach faul. Das ist, es hat mich zum damaligen Zeitpunkt immer gesagt, ach okay, das braucht man nicht, aber manchmal wäre es halt schon praktisch. Ja, es wäre eigentlich sehr oft sehr praktisch. Ja, so mit Notenlesen und Notenschreiben oder was auch immer, habe ich nur Gitarrenunterricht gelernt hat, weil ich mit 9 Jahren zum Gitarre spielen, also Akustikgitarre begonnen habe und eigentlich bis ich 17 war Unterricht gehabt habe. Okay, das ist. Also da habe ich schon einen Background und drum und so erkläre ich auch, dass dann das Schlagzeugspielen eigentlich sehr beschleunigt war, einfach durch viel Verständnis schon. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, was der Initiator war, warum wir dann irgendwann beim Hofer um 200 Euro so ein Anfängerschlagzeug gekauft haben. Ibanez Gio, Joe, whatever. Gut investiertes Geld. Yes. Na, aber das heißt, du würdest generell auch andere Musik gern mehr spielen, oder? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ein paar so 80s-Cover-Gigs gespielt und solche Sachen. Okay.
wenn das Zeug einfach... Funky shit. Ja, aber selbst einfach die... the bass for a walk. Die Urgewalt eines Four on the Floor, und das ist... Da kannst du Metal spielen, was du willst, wenn der einfach... Das sind Intensitäten, die das sind Publikumsinteraktionen, die kriegst du mit einem Blastbeat nicht zusammen. Wow, hold it there. Also, mir sind die Blastbeats auch lieber, aber okay. It has a place. That's okay. Ja, und sonst, mit Illegal Jazz Brunch, da habt ihr eh schon mehr, seid ihr ein bisschen mehr outgoing schon, oder? Ja, also... Es geht schon ein bisschen Metal on, ein bisschen Bonbon. Es ist so pro... Also, es ist Math Rock, instrumentaler Math Rock. Und da muss ich sagen, ist halt musikalisch geschrieben, hat das Zeug der Niklas. Also, das ist halt unser Gitarrist, Niklas Kammerzelt. Shoutout an euren eigenen Bandmember. Achso, verbieten. Wobei, du darfst. also, dort bin ich eigentlich dazugekommen, wo Großteil der Musik fertig war und es sozusagen eher darum gegangen ist, okay, wie machen wir das sozusagen zu einer Band. Musikalisch war es halt insofern komplett anders als das Metal-Zeug, weil beim Metal-Zeug geht es halt meistens darum, das spiele ich es oder das spiele ich es nicht. Und also bei dem Zeug, also das ist so die Schwierigkeit, die ich halt immer wieder gehabt habe. Ja. Und da war das irgendwie so erstmals nicht die Frage, das spiele ich es oder das spiele ich es nicht, sondern das spiele ich es leibend. Also ist natürlich im Metal auch ein Thema, aber das ist halt so, okay, lauter ganze Noten, okay, ungerade Takte und solche Sachen, die musst du schon erwischen, das schauen, aber es geht jetzt nicht darum, um irgendwie Geschwindigkeit, um solche... Ja, sondern them feels. Ja, voll. Not them feels. Ja, voll. Also, das ist schon ganz cool gewesen, so vom... Also, und... Ja, ihr habt also ein Recording gemacht, wo alle Instrumente auf einmal aufgenommen werden, oder? Das stimmt mir schon sehr challenging vor. Das war... Wie viele Takes? Drei Tage waren wir in Pinkerfeld bei den Mushroom Studios. Mhm. Die waren sehr cool. Wir haben pro Song 5-6 Takes gemacht. Mhm. Wobei wir auch ganz ehrlich sagen... Nervenzusammenbrüche? Das war erstaunlicherweise eigentlich keine. Also... Danach, ein paar Tage später. Natürlich kleinere Dings, vor allem auch am Weg hin dort vorher, weil ja, wir haben schon alle unser Zeug gelernt und Dings, aber wir sind jetzt alle keine Studiomusiker, für die das Alltag ist. Also es war für uns alle die erste wirkliche Live-Recording-Session und das ist auch da halt viel einfach fehlende Erfahrung. Also es hat hingehaut, vor allem, weil du gefragt hast, wie viele Takes. Ein anderer Aspekt vom nicht super Pro sein, wenn du nach dem fünften Take oder was nichts hinkriegst, es wird dann immer besser. Meine Erfahrung so war, der erste hat meistens eigentlich schon, also wenn es jetzt nicht am ersten Tag sozusagen der erste Song, sondern einer von den anderen Songs, die du aufnimmst, ist, der erste war meistens schon relativ gut, da waren irgendwelche ein, zwei kleinere Fehler. Im dritten, vierten haben sie dann großteils gepasst, da ist halt dann oft passiert, dass irgendwer halt, also das ist ja, vier Leute können einen Fehler machen und jedes Mal kann es halt ein Problem sein, muss es nicht, aber kann es halt ein Problem sein. Und wenn halt dann beim fünften, sechsten Take nichts mehr, du fangst dann an, du denkst nur mehr an eine Stelle und fangst dann an, woanders Fehler zu machen. Ja. Du denkst an die Stelle. Overthinking. Also,
super, super nice Erfahrung und urhappy, dass ich Leute gefunden habe, die sich auf sowas einlassen, weil im schlimmsten Fall hast du halt 3 Tage Studiozeit und hast bedingt Resultate. Das ist im Hinterkopf ist das schon immer irgendwie mitgeschwommen. Ja, ein bisschen ein Druck. Voll. Aber das, ich bin happy mit dem Resultat und ja, dann natürlich, also auch beim Live-Recording gibt's Edits. Das ist. Claro. Kleinere Geschichten werden halt einfach gefixt und ist gut, aber es, wenn halt wirklich, also wenn jemand einen Einstieg verpasst, dann wird es halt schwierig. Hm. Sicher. Ja, die Erfahrung habe ich dabei noch nicht gemacht, aber. Ja, für dich könnte ich im Metal auch nicht so wirklich so. Ja, also können. Es wird halt mit technischer und komplizierter, wird es halt teilweise. Wenn du jetzt nicht super pro bist oder so, halt impossible. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Aber wir werden sehen. Sonst. Wer ist dein Lieblingsbassist? Mein Lieb. Max Miller. Not a metal dude. Not a metal dude. Das ist so, weiß ich nicht, so mit 17 oder das erste Mal so eine CD gehört, ich gerade mal, ja, Bass spielen. What's that? I need more of that in my life. Und Metal Bassist? Gibt's sowas? Das sind einfach viele cool für das, was sie machen. So overall package würde ich dennoch in Webster reinhauen, weil. Yeah! Supporting fucking Florida Death Metal! Voll. Und weil er halt auch nicht nur das ist, sondern halt auch Blotted Science und anderes sehr weirdes Zeug. Und er ist ein ziemlich nicer Dude, glaube ich, was ich mitbekommen habe in den Interviews oder beim Merch Table. Ich habe mal mit ihm gesprochen. Lieblingsdrummer? I wasn't prepared for that. eine gute Frage. Das wechselt immer ein bisschen. Also in letzter Zeit würde ich jetzt sagen, glaube ich, Elliot Hoffman von Carbond. Also, den höre ich mal oder schaue ich mal gerne Drum-Videos an, weil das ist auch nur mind-blowing. Also, und das war, glaube ich, das erste. Es gibt ja ganz, wo er zu Hause ist und darunter steht immer genau das Sticking, wie er rechts, links, Kick und so weiter spielt. Und das wechselt alle 2 Takte. Und mir ist da wirklich schwindelig geworden. Ich habe dann das Handy, oder wo ich geschaut habe, weggeben müssen, weil ich habe das nicht mehr ausgehört. Es war, als würde ich selber gerade üben und irgendwie aber einen Knoten haben und der geht nicht auf. Und so, oh mein Gott. 25% Geschwindigkeit. Okay. Nein. Ja, also das ist irgendwie so. Das ist so superhuman, also ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Ja. Also das ist echt so crazy. Sonst. Non-Metal? Ja. Vielleicht auch. Ja, Buddy Rich ist halt auch ein Klassiker aus. Ja. Well, ja. Obvious answer. Anderson Park würde ich jetzt auch sagen. Oh mein Gott. Also den liebe ich sowieso über alles. Absolut. Also das hat ja. Das sind auch so die Bereiche, wo ich gerne außerhalb von Metal spazieren gehe. Also R&B und Funk und so in die Richtung. Das macht halt, also sowieso Funk und alles, was halt in diese Richtung von Groove geht, macht halt am Schlagzeug einfach am meisten Spaß zu spielen. Auch wenn ich so irgendwie allein im Proberaum jetzt übe, spüre ich eigentlich meistens funky Sachen oder, also da übe ich nicht explizit irgendwelche, also teilweise ein bisschen. Ja, schon. Also dass man einfach nicht einrostet, aber. The funniest is it. Jammin. The grooviest. Das ist funk und. Ja. Ja, aber ist ja dann interessant, wie man diese aus dieser Übung von funky und groovy, wie man diesen Groove dann. Sowieso, was ist Groove? Und wie bringe ich den in Metal mit? Mhm. Was glaubst du? Was glaubst du, Rätselritter? Was glaube ich? Ja, erstens muss einmal
Es muss passen. Es ist. Ja. Das, eigentlich ich sollten glaub, wir das wissen, weil wir sind die Rhythmusfraktion schlussendlich. Drums, und Bass. Ja, voll. Was wäre das Wichtigste? Ähnliches Verständnis von. Ähnliches Vokabular, wie man welche Emotion transportiert? Nein, ich hab's eigentlich bei weitem weniger. Wie soll ich sagen? Sondern eher, genau, wie man die Musik versteht, also im Sinne von. Wie ist es viel von dem Part? Wie weit nach vorne muss der Part ziehen? Oder. Ja, und muss die Chemie einfach stimmen. Was mich auch interessieren würde, mit Clicktrack gehen ja. Also, wie genau macht sie den Clicktrack? Gibt es bei euch zum Beispiel. Weiß ich nicht, ein Chorus, der 10 BPM schneller oder langsamer ist als der Rest? Oder ist das für euch considered einfach Bad Songwriting? Nein, es kann nicht funktionieren. Bei Trennkirchen haben wir so Tempo-Changes, also fluently. Ja. Teilweise halt ab Partys aus, kurze Pause, und dann geht es in ein langsames Tempo oder so. Also das geht eh. Kürzlich bin ich aber auf die auf metrische Modulation gestoßen. Can of Worms. And I love it. Wenn es sich ausgeht, ist es so cool. Ja, es muss sich halt ausgehen und das ist teilweise echt painful, dass man da hinkommt. Mm. Also metrische Modulation, kurz gesagt, das Tempo wird in einem bestimmten Verhältnis geändert, das auch dem Verhältnis von verschiedenen Notenwerten entspricht. Also von Viertelnoten zu punktierter Viertelnote oder triolisch oder so, gibt es dann einen gewissen Faktor, wie man das Tempo umrechnet und dann verändert sich auch der Kick und dann ist alles crazy. Und es sollte eigentlich ein natürlicher Tempo-Change sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein musikalischer Tempo-Change. Ja. Weil bei einem anderen Bandprojekt, das ich gehabt habe, da haben wir die ganze Musik ohne, also zu dem Zeitpunkt haben wir nur keinen Klick verwendet und das quasi nicht festgelegt und haben es halt geprobt und dann haben wir dann gesagt, okay, jetzt in Ear Monitoring und Kicktrack. Dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt das Tempo für ein zusammenhängendes Stück von 20 Minuten oder so. Und of course, it was not the same anymore. Und den haben wir dann schon ziemlich zerhackstückelt quasi, dass man okay, wir sind durchgegangen und haben es in dem Standard-Tempo gespielt. Und dann, okay, der Part hat vorher viel mehr Druck, weil man irgendwie automatisch vom Gefühl her ein bisschen langsamer wird. Mhm. Und diese Nuancen haben wir dann quasi in den Clicktrack eingebaut, aber halt so eher mit kleinen Sprüngen, also so 5 BPM. Ja, ja, das ist ja oft, das braucht 10 BPM. Es braucht oft nur ein paar BPM und es funktioniert besser oder schlecht. Und dann war es echt crazy, weil dann hat es ja wieder wie vorher angefühlt, weil so mit dem einheitlichen Tempo, es war eigentlich echt der Schaß. Aber jetzt seither habe ich das Songwriting immer so betrieben eigentlich, dass man das im Proberaum spielen und dann auf irgendeiner Pre-Production oder so, sondern dann wird es halt festgelegt. Ja, also jetzt ist meistens Pre-Production und das Tempo, okay, metrische Modulation, okay, Arch und so weiter und so weiter. And so on. Na, eh nice. Wir waren zuerst noch Drummer. Bassisten. Was habe ich gesagt? Anderson Park und Buddy Rich und so weiter und so fort. Ja, vielleicht können wir uns so auf Genre auch so festlegen. So. Also wie gesagt, so Funk und Soul, das gibt mir schon sehr viel. Also, aber eigentlich auch so eher Popularmusik. Das neue Lady Gaga-Album ist super stark. Habe ich nicht gehört. Sollte ich hören, scheinbar. Der Witz. Ja, eben ist aber Pop, sehr beliebte Pop-Sachen und so weiter, die jetzt nicht namentlich nennen will.
oder Shoutouts dazu machen möchte. Also sowas hören wir schon sehr gerne, weil das ist halt vor allem von allein von Production-Seite schon so interessant, weil das halt so ultra High-End-Production ist und von dem her einfach schon mal geil ist anzuhören im Vergleich zu einer im Keller von einem Freund offen und einem Black Metal Demo. Damn it! Mit dem Telefon mit der Gegensprechanlage aufgenommen. Das ist aber mit diesem Kinderradio, das ein Mikrofon dabei hat. Genau. Direkt auf Kassette. Das ist Pflicht. Flagmaster. Ja. Wobei da in den Anfangszeiten von meinem Band-Dasein, ich weiß nicht, was ich sagen kann, also in meiner ersten Band, im ersten Jahr, haben wir im Proberaum bei der Oma von unserem damaligen Sänger gehabt, in so einem kleinen Kellerstübel. Und da war jetzt auch wenig Platz und ich habe nur mal Hofer irgendwas so zeigen können. So wie es sein muss. Und es war aber laut. Und wir haben dann einfach von diesem Eckerl eine Decke über das ganze Schlagzeug drüber gelegt und es war halt alles super gedämmt. Man hat es zwar gehört und so, aber ja, das hat sich, es war ein bisschen special. Es war halt sehr cozy, es war das Kuschelschlagzeug für ultra true black metal. Top. Ah. Also das war, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ja, mit 17 halt super true Black Metal sein, das ist sowieso eine Erfahrung, die vor allem unseren Jugendlichen zu sehr ans Herzen legen möchte. Man sollte einfach ewig sagen, ich bin in Black Metal nicht so eingekippt, gerade leider nicht als 17-Jähriger. Und auch, das heißt, das ist, auch mir ist diese Erfahrung bislang verwehrt geblieben, aber I guess mom, it's the new me. It's not a face. Ja, kannst dich schon mal vorbereiten. Such dir einen Wald oder irgendwie so eine Sandgrube für Fotoshootings und dann. Ich kenne da die richtigen Leute, die guten Input bezüglich True Shit haben. Ja, das war schon lustig. Vor allem bevor ich zur Band dazugekommen bin, also kein Shoutout zu Workout an dieser Stelle. Hat es schon epic Promo-Fotos gegeben. Da waren glaube ich 15 und waren Bassist und Gitarrist. Und natürlich haben sie BC Rich Warlock gehabt. Obviously. Und sie haben damit auf der Terrasse von der Mutter des Gitarristen neben die Top-Pflanzen gepostet. Hey. Also dann haben sie mich gefragt, ob ich Schlagzeug spielen würde und was hätte ich machen sollen. Es hat mir einfach die Ästhetik. I was wild. Ja, das ist verständlich. Was soll ich sagen, so zum ganz räudigen Black Metal oder so habe ich auch nie so. In Connex. Ja, Death Metal. Florida Death Metal, ehrlich gesagt. Ja, ist verständlich. Was könnten. Ja. Eine Drum-Sache noch bester, absurdes, guter Drum-Sound. Also ich hab zufällig also Drum in meinem Bandnamen mir mal gezeigt und so bezüglich Drum-Sound ist das einfach für mich so irgendwie. Ich lasse diesen YouTube-Kanal öfters einfach laufen, wo er. Also Carter McLean, weiß ich nicht, ob der Dude was sagt. No. Irgend so Broadway-Dude, der macht Reviews von allen möglichen Drums und er spielt einfach und es ist so schön. Es ist so schön. Er hat so, du kannst einfach so 20 Minuten dir, oh ja, genau, diese 64er Snare, genau das habe ich in meinem Leben gebraucht. Ja, es ist klar, dass sie die 8,5 Zoll ja, genau, ganz anders erhält. Das ist, die Bronze macht es, diese Wärme. natürlich keine Ahnung von gar nichts, aber. Aber dann weißt du, dass du das in deinem Leben gebraucht hast. Dann ja, ja, das muss man unbedingt schicken oder muss man checken. Hook you up. Mach mal. Sonst, was ist der Lieblingsbass? Wie viele Bässe hast du? 20? Pff,
Na, ich habe knapp mehr als ich spiele, aber es sind nur 5, 6, sowas. So an wirklichen, einen, der halt ein paar mehr Seiten hat und hinwerden kann fürs Metal-Zeug. Und ein paar Holzscheiben. Und ja, genau. Ja, aber ich glaube, ja, nachdem der Black Metal-Phase halt ausgeblieben ist. Ja, ich hab keine BC Reach. Nein. Ich hab einen Bass mit einem Pointy Headstock. Oh, zählt okay. Das? Das ist. Der Quiz stimmt. Das Geilste finde ich bei Suffocation. Der spielt auch irgendeinen. Kennst du den? Der, ich glaube, das ist ein Signature-Bass, der, wo da unten so Schoner drauf hat, dass er quasi hinstellen kann und spielen kann. Das ist. Ja. On point. So wie alles bei der Band. Das oh, ist yeah. Ja, Suffocation. Nice Death Metal. Einmal eine Show spielen, die so tight ist wie einer von Suffocation. Das wäre so ein gutes Life Lebensziel. Fucking list. Ja, sonst Groove, Drums, haben wir irgendwas vergessen? Was Wichtiges? Ich glaube, wir haben es. Wir haben das super gemacht, glaube ich. Cool. Howdy. Hat mich voll gefreut. Ja, yeah. Mich auch. Und somit, danke fürs Zusehen. Outro Roll.